Herzliches Hallo und herzlich willkommen zurück in der Welt der Sims. Und ja, wir haben es 12 Uhr mittags, 13 Uhr mittags, ach Wurst, passt schon irgendwie. Und ja, er hört mich jetzt endlich mal wieder aus der sozusagen live. Wir gucken uns nicht mehr zusammen die Aufnahmen an, sondern ich spiele und kommentiere gleichzeitig, nachdem das ja die letzten paar Parts nicht funktioniert hat. Teilzeitjob annehmen, das kannst du vergessen, Robert, das hat nicht funktioniert. Das musst du einfach mal einsehen. Ich habe mal euren Hinweis befolgt und habe die Musik etwas leiser gestellt. Im Moment höre ich gerade gar keine. Aber, ja, vielleicht ändert sich das ja noch. Wir können ja mal gucken. Optionen. Ja, so, hier. Musik. Mal laut. Ich höre nix. Wird wahrscheinlich auch gerade keine Musik geben. Ist dann vermutlich auch nur wichtig im Bau und im Kaufmodus und sowas. So, und unsere Jungs sind hier noch, erst noch auf Arbeit, der Xaver und die beiden sind jetzt hier bald fertig mit der Schule. Hausaufgaben, prima, haben sie beide erledigt. Robert hat noch eine befriedigende Note, allerdings mit leichtem mit noch leicht weit unten, allerdings, ja, es geht aufwärts. Und Daniel, ja, ist genauso weit unten wie Robert, genauso weit oben wie Robert unten ist. Ja, so in etwa, und bei beiden geht's bergauf, das ist schon mal gut. Aber die beiden sind noch stinkend faul. Das sollten wir ändern. So, wir machen jetzt Hausaufgaben zusammen mit, nicht Benny Hennessey, Robert Laurenz, sobald die beiden zu Hause sind. Ich hoffe, es ist bald der Fall. Okay, und dann schauen wir mal. Spaß. Die brauchen Spaß. Nö, heute nicht. Ja, total gestresst. Scheiße. Das heißt eigentlich eine geile Sache. Das heißt, wir werden wahrscheinlich... Oh, ein Waschbär beobachten. Wo geht das? 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 Ach, den muss ich wahrscheinlich erstmal suchen, wa? Na toll. Ich gehe Lust zu. Aber was soll's. Schaffen wir schon. Athletikfertigkeit verbessern. Maisie als Freundin gewinnen. Ha, Doppelfliege die Tür. Yay! Was hat er denn? Und 131 hat Xaver für uns verdient. Und was will er eigentlich? Ein Buch über Lohn. Was? Er ist jetzt Bettpfannenlehrer. Nein, er ist Bettpfannenlehrer, das ist schon mal toll. Jemand, ja, genau. Ist der Gestank. Aber noch, ich weiß gar nicht, ob ihr das lesen könnt, aber ich lese es einfach mal vor für alle. Herzlichen Glückwunsch, die Gutleistung von Xaver hat ihm einen Bonus von 264 Simoleons und eine Beförderung eingebracht. Er ist nun Bettpfannenlehrer. Juhu! In einem Krankenhaus voller Patienten fallen leider auch eine Menge Bettpfannen an und einer muss sich ja erbarmen, sie zu reinigen. Das Einzige, was noch schlimmer ist als der Beruf eines Bettpfannenlehrers, jetzt habe ich's, ist der Gestank. Aber das ist doch kein Grund, schlapp zu machen. Denk immer daran, du tust es zum Wohl der Patienten. Scheiß aufs Wohl der Patienten. Nein. Xaver verdient nun 25 Simoleons pro Stunde und arbeitet von 9 bis 15 Uhr, also genauso wie vorher. Okay, so, du gehst jetzt erstmal in die Buchhandlung. Nein. Nee, gut, dann... Na lol. Du gehst jetzt mal hier hin. Und dann suchen wir erstmal... Ja, mit... So, Karte. Es gibt eine Buchhandlung. Gibt es nicht auch einfach eine Bücherei? Nein. 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 Na, da lol.
Ja, das ist jetzt irgendwie nicht so geil. Wann ist denn das nächste Spiel? Da! Er kann zum Spiel gehen. Das wollte er doch unbedingt. Ah, wie prima. Robert hat die Grundlagen des Gebiets Logik begriffen. Na super. Logik beinhaltet die Kraft des Geistes, das erfolgreiche Lösen von Rätseln, das Verständnis wissenschaftlicher Vorgänge und das Suchen nach der Wahrheit. Robert sollte zunächst Schach spielen, in die Sterne schauen und Bücher lesen, denn vor ihm liegt ein langer, steiniger, manchmal auch gefährlicher Weg. Toll, wartet mal einen Moment. So, er ist an seinem Arbeitsplatz befördert worden. Prima. Herzlichen Glückwunsch, das haben wir doch schon gelesen. So, und jetzt würde ich gerne... Was? Alle? Ja, natürlich alle. Jetzt will ich aber erstmal ganz kurz wissen, wo ging es denn mit dem... Oh ja, der Nachbar steht jetzt ja zum... Das sollten wir eigentlich ja... Müssen wir eigentlich mal machen. Macht er gerade seine Hausaufgaben? Nein, macht er nicht. Aber du musst ja auch sagen, das finde ich super. Teleskop kaufen. Hallo, das können wir uns nicht leisten, mein Junge. Frostige Träume. Nein. Was ist das denn? Was? Grundstück kaufen für 94.100 Dollar. Simoleons. Chillig. Kriegt man hin. Aha. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich mich jetzt hier gerade umgucke. Ja, eigentlich suche ich ja nach der... nach einer Bücherei, aber... Hier gibt's keine. Probieren wir einfach mal Buchhandlung. Nein, 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 das ist ja der falsche. Hier, er hier. Buchhandlung, Bücher kaufen. Naja, wie auch immer. Gehen wir, machen wir erstmal wieder Play und so. Oh, stupid dog. Du solltest jetzt vielleicht auch endlich mal deine Hausaufgaben machen. Moment, du machst deine Hausaufgaben zusammen mit Daniel Morgenstern. Na los. Au. Da liegt immer noch das Pferdemüsli rum. Scantoso. Au. Au. So, ihr macht jetzt erstmal zusammen Hausaufgaben, ja? Au. Na, dann machst du halt eben alleine. Du sollst Hausaufgaben machen, du Honk. Agnem. Au. Same qua. Cardoom! Was? Xavier von Rafolk hat ein Spiel im Stadion gesehen. Die Erinnerung an diesen unglaublichen Fang wird ihm für immer im Gedächtnis bleiben. Was für ein Fang? Oh ja, gut. Sam! Geht's! Nicht so! Ah, hier, Moment. Pause. Brauche ich nicht machen, prima. Fähigkeiten und Blätter, Alchemie-Rezepte, Kinderentwicklung, Angelbücher, Rezepte. Allgemein. Oh, Fähigkeiten. Springer gegen Läufer, 200 und so weiter, Folge jetzt und aktuelles Fähigkeiten-Level. Aha, 50. Können wir uns dafür überhaupt leisten? Ich weiß gar nicht, verfügbare Mittel. Ja, okay. Können wir machen. Objekt kaufen. Du gehst nach Hause. Und dann liest du das Buch. Du bist noch nicht fertig, du Honk. Wie viel hast du? 60%? Er hat 34%. Darbo! Jeep! Hä? Au. Zarbumble Dee! Ja, gut, okay, ich seh's ein. Ich seh's ja ein. Ihr habt alle beide nicht den Nerv dazu. Lol? Was du erst zugestoßen dafür? Kannst du wenigstens das Ding recyceln? Ja? Ist das möglich?
Da ist unser Darbo! Jeep! Hä? Halt, davor wirst du jetzt meinen Garten pflegen. Bevor du das Ding liest. Kapisch? So. Danach kannst du auch denn das Teil da lesen. Storny Derb say. Moment, wir machen es aber darauf. Verwandlungsritual. Jetzt bin ich gespannt. Yagna Kathun. Wudashin! Hui, und ein unbekannter seltener Samen. Den nehmen wir mit. Was auch immer er bringt, wir nehmen ihn mit. So. Okay, so, und den kann ich nicht pflanzen, weil ich zu gestresst bin. So, hast du Kohldampf? Nein, das ist prima. Dann gehst du erstmal pennen. Hm? So. Nacht. Uhr. Ja, das ist in Ordnung. Und danach gehst du auch pennen. Bis 7 Uhr. Genau, was macht er? Er macht sich da was zu mampfen. Das ist ja schon mal keine so schlechte Idee. Ach du Scheiße, es geht ihm schon wieder richtig kacke. Okay, gut, der fühlt sich alle gejagt. Und warum hat er nie was ordentliches an, ja? Schaut euch den an, ja? Ein Mega-Tattoo auf dem Rücken. Eins auf jedem Arm. Ah, Gott. So. Ach, jetzt geht's ihm plötzlich richtig gut wieder, was, oder? Aufräumen. Lol. Hängt's jetzt irgendwie oder so? So, Reste wegstellen. Hat er jetzt mal irgendwie seinen Herbstsalat gegessen? Ah, jetzt. Ach, er war wohl noch so sozial bis zu warten. Hä, ist er uns nicht. Er hat ein großartiges Spiel gesehen. Hey. Drei Bücher lesen. Ein Buch über Logik kaufen. Das haben wir gerade eben. Doch, Mann. So, er pennt bereits. Na ja, gut, das mit dem Teleskop. Wir können es ihm mal versprechen. Und wenn es nicht geht, dann... Ja? Geht's halt nicht. So. Na, komm schon. Geh pennen. Au. Lol, wisst ihr... Jetzt macht er doch noch sein Haus... Oh, alter Robert, ganz ehrlich, aber ja, ich musste mal ganz ernsthaft sagen, du spinnst. Ja, jetzt geh verfickt nochmal pennen. Das ist 22 Uhr, du Honk. Meine Güte, sind die schwer zu... Ja, Dings... Pumps. Schwer zu verstehen, zu handeln. Na, ihr wisst ja hoffentlich, was ich meine. So, wie sieht es jetzt mit Zufriedenheit auf Lebenszeit aus? Sehr interessant. Ja, er hat einen kräftigen Zuwachs. Ihm geht's aber richtig blendend. So, Moment, wir machen vielleicht ganz kurz. Okay, gut. Also er braucht einen Plasma-Orangensaft. Das ist nicht das Problem. Als morgen wird, geht das, so. Und du solltest dann vielleicht auch einmal Reste hier Erbsalat essen. Genau, du gehst währenddessen duschen. Alles klar. Dann gehen wir jetzt in Baumodus und streichen ein bisschen die Wände. Ich hätte gern Licht. Ja, sehr schön. Bedanke mich. Tapete, vielleicht ein bisschen Tapete. Gucken wir mal. Ja, also das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Oh Gott.
Ja, welcome to Marble House. Einer von euch schon mal im Marble House? Kenn ich nicht, wann. Oh, ist das Zimmer von der Tochter grausam. Es ist rot, mit einer roten Tapete und... Oh, allgemein, also... Ich war ja gerade in Neuengland. Und unter anderem in eben diesem Marble House, und dieses Haus ist so geschmacklos insgesamt. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht hier. Marble. Supi. Robert kriegt auch sowas. Ja, Robert, passt das sogar mit diesem... Also eigentlich müsst ihr da noch ein bisschen sagen, eine Wand bekommen, die noch grüner ist. Die hier. Na, die Blümchen passen irgendwie nicht. Müsste irgendwie eine, die... Ah, komm schon. Ich werde doch hier irgendwo eine... Weg, weg, weg. Oder wir streichen sie einfach grün an. Ja, so kommt das sogar fast hin mit der Farbe, muss ich sagen. Alles klar. Okay, gut, dann machen wir, dann packen wir hier noch ein paar Fliesen rein. Dann ist unsere Folge eigentlich schon wieder zu Ende. Was ist das hier? Ah, das ist ja hier total, das ist ja wirklich hier poolmäßig. Ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht so richtig hier rein. Was ist das denn? Interessant. Nein, wir nehmen einfach, oder erst mit grün. Oh Gott. Weiß gar nicht, so schlecht aussieht. Nein, 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 wir machen jetzt, wir packen jetzt einfach das hier rein. Zumindest ist der Raum schon mal fertiger als vorher. Ach ja, er braucht auch noch eine. Ich glaube, so Xaver kriegt eine Täfelung. Eine vernünftige. Grün. Nein. Ich hätte gerne eine schöne Täfelung. Sieht irgendwie nicht so sehr... Ah, wir packen mal eine ordentliche Tapete rein. Sowas hier vielleicht. Oh Gott, nein. Das ist ja Kleinkindzimmer. Hm. Was für eine Tapete bekommt ihr? Das ist ja nicht, das ist ja Kinderzimmer hier alles. Schlimm. Verkleidung. Wie wär's mit einer Verkleidung? Hier sowas hier. Nee. Maueinstellung. Verschiedene. Zeig mir, was ist das denn? Gott, das sieht ja aus wie eine Dreckhöhle. Welcome to Minecraft, würde ich sagen. Und ich muss mich beeilen, weil ich hier gerade total überziehe und... Ah! Die Malerarbeiten brauchen irgendwie doch länger, als ich dachte. Ich finde Rot eigentlich schön. Aber mal ganz ehrlich, irgendwie... Als Zimmer und so... gar nicht so schlecht aus eigentlich. Ja, das ist erstmal schon mal eine. Die ist ganz in Ordnung. So, hier müssen ja auch Fliesen rein. Oder wir nehmen, hier nehmen wir auf jeden Fall der Täfelung hier. So was vielleicht. Oder wir nehmen einfach die gleiche wie hier. Ach nee, es kostet ja alles so viel. Scheiße. Ja, gut, okay, ich geb's auf. Es kostet zu viel. Ich muss es einsehen. Dann halt nicht. Schade eigentlich, aber... Dann nicht. Okay, gut, dann jetzt aber endlich aus, sage ich, ciao und bis zum nächsten Mal. Oh Gott, jetzt zeig ich wahrscheinlich totales Geraschel gerade. Also ja, sage ich aus einem frisch gestrichenen Haus. Ciao und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, vergesst nicht zu werten und so. Und ja, dann bis demnächst und ciao.